Als Jedi muss man manchmal Entscheidungen treffen, die einem niemand abnehmen kann. Aber ich zähle auf dich, dass du das zu Ende bringst. Es ist ein neuer Ahsoka-Trailer erschienen und was sollen wir sagen? Wir sind absolut geflasht, was uns dort präsentiert wird. Wir als Star Wars Rebels-Fans kommen voll auf unsere Kosten. Die Geschichte um Ahsoka Tano, unser aller Serienliebling, geht nun weiter und die Togruta bekommt nun endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdient mit ihrer eigenen Serie. Der Trailer beantwortet zwar viele Fragen, doch umso mehr bleiben in unseren Gesichtern zurück. Doch lasst uns direkt anfangen. Was Disney da getan hat, hat uns an einigen Stellen schockiert. Positiv natürlich. Wir beginnen mit einer Szene im Weltraum. Baylan beginnt zu sprechen. Ein Krieg scheint unausweichlich und um etwas Neues aufzubauen, muss man auch etwas zerstören. Er scheint also die Ambition zu verfolgen, eine eigene Struktur zu etablieren. Der einstige Jedi, der die Säuberung überstanden hat, ist von der dunklen Seite korrumpiert und scheint sich logischerweise gegen die neue Republik zu richten. Er scheint nicht zu Verhandlungen bereit zu sein und ermordet die Angehörigen der neuen Republik ohne Kompromisse. Wir finden es einfach verdammt schön, mal wieder einen Bösewichten zu sehen, dann auch noch mit Lichtschwert und ohne Kompromisse. Boba würde jetzt sagen: Das war etwas harsch, findest du nicht? Aber das scheint Baylan und seine Schülerin Shin Hati nicht zu interessieren. Darauf folgend das Lucasfilm-Logo in saftigem Rot in Referenz auf den primären Antagonisten, den wir in der Serie erwarten dürfen. Das wohl größte strategische Genie, das das Imperium jemals gesehen hat. Es geht um niemand Geringeren als Großadmiral Thrawn, den wir endlich auch mal in guter Qualität an späterer Stelle im Trailer sehen dürfen. Dazu also gleich mehr, doch können wir jetzt schon sagen, Mann, sieht der gut aus. Was uns auch total geflasht hat, ist die sehr präsente Melodie, die von auffällig hellen Streichinstrumenten gespielt wird. Sie passt sehr gut zu Ahsoka und sitzt einem jetzt schon fest im Kopf. Einfach schön. Thrawns Rückkehr als Erbe des Imperiums steht natürlich im Fokus. Erinnern wir uns an Star Wars Rebels, wissen wir, dass der Chiss gemeinsam mit Ezra Bridger von den Purgles in seiner Chimäre, das ist der Name seines Sternzerstörers, in den Hyperraum gezogen wurde. Seitdem wurde es still und Ahsoka und Sabine haben es sich zur Aufgabe gemacht, Ezra Bridger zu finden. Von ihm sehen wir an anderer Stelle ein kleines Hologramm, in dem er Teile seiner Jedi-Ausbildung erklärt. Baylan und Shin scheinen gemeinsame Sache mit Morgan Elsbeth zu machen. Sie suchen gemeinsam noch immer nach Thrawn und werden vermutlich auch fündig. Ihr Aufenthaltsort sieht so aus, als sei er von der Macht geprägt. Die Formen der eventuell holographischen oder andersartigen Linien, die sie umgeben, erinnern uns an jene Strukturen der World Between Worlds. Die Umgebung passt aber nicht. Es wirkt eventuell wie eine Karte, mit der sie Thrawn über die Macht lokalisieren könnten. Dies deckt sich auch mit dem Dialog. An dieser Stelle könnten sie Thrawn auf der Schliche sein. Die grüne Flamme deutet eventuell auf eine Schwester der Nacht hin. Könnte Elsbeth von Dathomir sein? Hera Syndulla ist daraufhin absolut in ihrem Element und redet als ehemalige Rebellin vor politischen Funktionären, darunter Mon Mothma. Sie fliegt in der Phantom und der Kampf eventuell gegen Thrawns Imperium könnte von neuem begonnen haben. Ihre Verstärkung wird Sabine Wren sein, die immer noch auf Lothal zu Hause ist. Den Planeten, auf dem auch Ezra lebte und den sie in Star Wars Rebels befreiten. In der darauffolgenden Konversation redet Ahsoka sogar von ihrem alten Meister, von Anakin Skywalker, und uns erfreut das aufs Wärmste. Es ist schön zu sehen, dass Ahsoka auch aus ihrer Vergangenheit erzählt. Das verschafft ihrem Charakter Tiefe. Im Anschluss daran nennt Sabine Ahsoka Meisterin. Ob es ein Hinweis darauf ist, dass Sabine vielleicht selbst zum Jedi werden wollte oder nur etwas vom Lichtschwerttraining von Ahsoka erhielt, das ist natürlich die Frage. An späterer Stelle im Trailer wirkt es so, als würde sie versuchen, die Macht einzusetzen. Das ist ein ganz heißes Pflaster, denn wer Star Wars Rebels gesehen hat, der weiß. Sie hatte im Umgang mit dem Lichtschwert einige Probleme und wirkte alles andere als machtsensitiv. Vielleicht aber fehlte ihr auch einfach das Talent und sie hat über all die Jahre den Weg zur Macht entdeckt. Wir bezweifeln das. Es wirkt schon etwas krass, sowas in einem Trailer zu enthüllen. Es muss auf jeden Fall mehr dahinter stecken. So einfach zu sagen, sie sei machtsensitiv, das bezweifeln wir. Was meint ihr dazu? Glaubt ihr, dass Sabine machtsensitiv ist? Schreibt uns das mal in die Kommentare. In Unterstützung dazu steht eine Aufzeichnung von Ezra Bridger. Er redet vom Verhalten der Jedi und wie man als Angehöriger dieser Religion Entscheidungen treffen müsse. Vielleicht begibt sich Sabine doch auf diesen Pfad, aber ohne bewusste Verbindung zur Macht.
Seitdem Ezra ins Unbekannte verschwunden ist, ist sie nach wie vor auf der Suche nach ihm. Vielleicht ist sie zwischenzeitlich auch gescheitert. Vermutlich dachte Sabine, dass sie ihn am besten finden würde, wenn sie so handelt wie er. Die darauffolgende Sequenz erinnert uns an eine aus Star Wars Rebels. Der Punkt in Rebels, an dem Kanan Jarrus zur Macht zurückfindet, ist der, als er sich ebenfalls die Haare abschneidet und seine Maske ablegt. Er steht an dieser Stelle das erste Mal zu sich selbst. Ähnlich scheint Sabine hier wieder zurückzufinden und sich ihre Aufgabe, die sie über die letzten Jahre eventuell verlor, sich Thrawn und den imperialen Überbleibseln sowie Ezras Suche zu stellen. Sie scheint ihren Helm auch hier abzulegen. Eine Verbindung zwischen mandalorianischem Glauben und den Jedi. Sie kürzt sich ihre Haare und ist damit wieder die Sabine, die wir aus Star Wars Rebels kannten. Sie scheint also eine charakterliche Entwicklung zu durchlaufen, was wir sehr begrüßen. Sie springen in den Hyperraum und Ahsoka stellt sich übrig gebliebenen Inquisitoren. Ob diese zu Baylan gehören oder einer anderen Fraktion, ist schwer zu sagen. Als nächstes sehen wir Sabine auf ihr eigenes Kunstwerk zugehend, das wir bereits aus Rebels kennen. Das haben sie sehr schön umgesetzt, denn sie haben den Stil von Star Wars Rebels beibehalten. Das hat uns extrem schockiert, aber auch wirklich gefreut. Denn es wirkt auf uns alte Rebels-Fans unglaublich heimisch und zeigt, wir kennen diese Charaktere bereits. Sie sind nicht komplett neu für uns und an dieser Stelle müssen wir einfach sagen, klasse Arbeit. Die genau richtige Mischung aus frischem Wind und Nostalgie. Daraufhin sehen wir ein Geschöpf, das uns bereits in Mandalorian Staffel 3 erstmalig im Live-Action gezeigt wurde. Die Weltraumwale oder auch Purgles genannt. Sie sind also auf den Spuren Bridgers und Thrawns. Die Purgles sind jene Wesen, die auf Frequenz 0 kommunizieren und durch den Hyperraum reisen. Und daraufhin wird uns einer der coolsten Bösewichte in ganz Star Wars gezeigt. Großadmiral Thrawn. Klar, er sieht nicht aus wie in Star Wars Rebels. Fair enough, es ist aber auch einiges an Zeit vergangen. Ein arrogantes und hochintelligentes Genie in seiner Großadmiral-Uniform. Wir lieben es und können uns schon vorstellen, wie er seinen Gegnern einheizt. Unser Wunsch bezüglich Thrawn ist auf jeden Fall, dass sein Charakter voll zum Tragen kommt und nicht nur auf den eindimensionalen Bösewicht reduziert wird. Er liebt Kunst und Kultur. Wenn Sie die Kunst einer Spezies verstehen, dann verstehen Sie die Spezies. Das hat uns Thrawn einst beigebracht und wir hoffen, in seinen Denkprozess eingeweiht zu werden, um von ihm als Zuschauer zu lernen. Das Geschehen muss auch aus Thrawns Perspektive erzählt werden, damit es dem Nachfolger Star Wars Rebels würdig ist. Anakin sprach in den höchsten Tönen von dir. Baylan scheint ihn gekannt zu haben. Auch wenn Ahsoka eigentlich nur ungern über ihre Vergangenheit spricht, scheint sie hier mit ihr konfrontiert zu werden. Vielleicht sogar wird Vader Ahsoka einholen. Für sein Atmen hat es im Trailer definitiv gereicht. An dieser Stelle passt es auch, das Poster zu Ahsoka zu zeigen. Die Art, wie sie hier das Lichtschwert hält, erinnert uns sehr an Anakin. Hier der Vergleich. Diese Liebe zum Detail ist perfekt. Darauf folgend noch ein paar schnelle Szenen und ein Kampf gegen einen Inquisitor. Es passiert einfach so viel. Thrawn, Baylan, die Inquisitoren, sogar Vader und die Rebellen. Ahsoka ist schon jetzt ein absoluter Brenner und wir freuen uns einfach darauf, die Serie am 23. August mit einer Doppelfolge zu genießen. Wenn ihr dazu schon jetzt nichts verpassen wollt, abonniert die 212. und erlebt das Sequel von Star Wars Rebels mit uns gemeinsam. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Eure 212.